وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به علم إلا اتباع ظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Auch wenn es uns vielleicht überrascht, Jesus, die Gründerfigur des Christentums, ist im Koran eine bedeutende Gestalt. In den heiligen Schriften der Muslime wird Mohammed 4-mal beim Namen genannt. Jesus hingegen ein 1000-mal und mit ehrenvolleren Titeln als der Prophet des Islam. Darüber hinaus stellt der Koran Jesus als ein besonderes Wesen dar. Der Jesus des Koran ist eine herausragende Figur. Keine andere Prophetengestalt im Koran kommt ihm gleich. Von einigen Propheten heißt es in späteren Überlieferungen, sie seien bemerkenswert. Idris zum Beispiel oder die nicht weiter charakterisierte Persönlichkeit Al-Khidr. Das sind bemerkenswerte Individuen, denen dann in der Tradition bemerkenswerte Leben zugeschrieben werden. Im Koran selbst aber ist niemand bemerkenswerter als Jesus. Und wir finden dort sein ganzes Leben beschrieben, vom Anfang bis zum Ende, was auch immer sein ebenfalls bemerkenswerter Anfang und Ende gewesen sein mögen. Wenn wir den Aussagen des Koran folgen, und das sollten wir tun, wenn wir den Koran studieren, dann müssen wir dem Text einen gewissen Respekt zollen und ihn so akzeptieren. Hamlet ist einer meiner Lieblingstexte, und wir akzeptieren Hamlet als Hamlet. Dieser Jesus ist der Prophet, der Mohammed unmittelbar vorangeht. Er ist die ihm zeitlich nächste Offenbarung, die der Koran anerkennt. Jesus nimmt im Koran eine ganz besondere Stellung ein. Jesus und Maria, seine Mutter. Diese besondere Stellung verdankt sich hauptsächlich zwei entscheidenden Faktoren. Erstens seiner Jungfrauengeburt. Dass er keinen Vater hat, ist dem Koran zufolge etwas ganz Außergewöhnliches, das ihn vor den anderen Menschen hervorhebt. Wenn Jesus keinen Vater hat, dann ist er zu vergleichen mit Adam, der weder Vater noch Mutter hat. Auch das bekräftigt die Allmacht Gottes. Und zweitens wird Jesus im Koran nicht nur in den beiden Versen der 4. Sure, sondern auch in anderen Versen als Geist Gottes bezeichnet. L'esprit de Dieu. Être l'esprit de Dieu, Geist Gottes, das ist eine Formel, die sehr schwierig zu interpretieren ist. Aber sie wird ausschließlich Jesus zugesprochen. Es gibt keinen anderen Propheten, der mit diesem Attribut ausgezeichnet wird. Der Koran erkennt das Außergewöhnliche der Mission Jesu an, ebenso das seiner Geburt und seines Lebenswegs. Manche Passagen verherrlichen ihn auch. Der Koran gesteht ihm zu, dass er der Messias ist, im christlichen, nicht im jüdischen Sinn. Er nennt ihn Masih, den Messias. Messias ist ein ursprünglich hebräischer Begriff. Der Koran verkündet seine außerordentliche Geburt. Er verkündet außerdem seine herausgehobene Stellung, auch unter Gottes Gesandten.
Und dass er ein neues Gesetz gebracht hat, eine neue Gesetzgebung, eine Reform der Religion. Und er spricht ihm die Vorstellung des Logos zu, wie es im Evangelium des Johannes heißt, die der Koran ins Arabische als Kalima übersetzt, Wort Gottes. Also bekräftigt er nachdrücklich, dass der Messias nicht der Sohn Gottes ist, sondern das Wort Gottes, das als Geist Gottes aus seinem Atem gekommen ist. Und dass Gott erschaffen kann, wen er will, so wie er in der Vergangenheit Adam aus nichts erschaffen hat. Jesus ist im Koran eine ganz besondere Gestalt. Es ließe sich sogar behaupten, er ist prominenter als der Prophet Mohammed. Er wird im Koran als Kalima und Ruh bezeichnet, als Wort und Geist. Ich meine, das erinnert an den christlichen Logos. Das erscheint mir sehr christlich, sehr christozentrisch. Und der Koran ist ebenfalls Kalima, eine Offenbarung, die herabgekommen ist wie der Ruh. Jesus wird auf die gleiche Stufe gestellt mit dem Koran. Mohammed gilt als Gesandter Gottes, aber nicht als ein besonders herausgehobener Gesandter Gottes. Das Besondere an ihm ist lediglich, dass er den Koran gebracht hat. Denn das einzige Wunder, das ihm zugeschrieben wird, ist der Koran selbst, diese in Sprache gefasste Offenbarung. Im Koran ist Jesus der letzte Gesandte Allahs vor Mohammed. Er ist in jeder Hinsicht eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Noch unerwarteter ist in der muslimischen Tradition die Rolle des Messias Jesus im Szenario vom Ende aller Zeiten und dem Triumph des Islam. Diese muslimische Tradition findet sich insbesondere in den Hadithen, den Mohammed zugeschriebenen Aussprüchen, die fast zwei Jahrhunderte nach dem Koran gesammelt wurden. Der Hadith beschreibt die Aussprüche, die Taten und das Leben des Propheten Mohammed und seiner Gefährten. Der Hadith ist im Wesentlichen dazu da, bestimmte Passagen des Koran zu erklären und zu interpretieren. Was Jesus betrifft, ist mir in den Hadithen aufgefallen, wie oft von seiner physischen Erscheinung die Rede ist. Immer wieder wird sein Haar, sein Aussehen, seine Schönheit beschrieben. Immer wird eine gewisse Anmut seiner physischen Erscheinung unterstrichen, was im Koran nicht zu finden ist. Also das stimmt, die Unterscheidung zwischen Jesus im Koran und Jesus im Islam, Jesus in der islamischen Tradition, die ist sehr bedeutend und die wird oft vermischt. Aber hier ist es interessant, es gibt sozusagen aus dem koranischen Jesus-Bild oder aus den koranischen Jesus-Überlieferungen gibt es Positionen, die sich dann besonders dazu eignen, dass sie ausgebaut werden und andere, die nicht ausgebaut werden. Zur Kreuzigung, zum 157. Vers der vierten Sure, findet man im Hadith meines Wissens nach keine Überlieferung. Während für die Funktion von Jesus im jüngsten Gericht, der Rückkehr von Jesus, sozusagen die Tatsache, dass Jesus wiederkommt, den Antichrist tötet. Dafür finden wir ganz viele Überlieferungen, mehr als 70, glaube ich, im Hadith der Muslime. Wir finden in den beiden Hadith-Sammlungen von Al-Bukhari und Muslim Hinweise auf die Vorstellung, dass es Jesus ist, der am Ende der Zeiten Weltenrichter sein und Recht sprechen wird. Das ist ziemlich interessant. Laut Abu Huraira hat der Prophet gesagt, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, bald wird zu euch der Sohn Marias herabkommen als gerechter Schiedsrichter. Das Geld fließt über, sodass niemand mehr es annimmt. Es gibt noch eine Version, die das alles bekräftigt, in den Sahih, den sogenannten gesunden oder authentischen Hadithen bei Al-Bukhari und Muslim. Bei Gott, es kommt der Sohn Marias herab als gerechter Schiedsrichter. Das ist außerordentlich eindeutig. Kaum zu glauben, wie sich derartige Dinge in der oralen Tradition überschneiden.
Im Koran selbst kommt das nicht so eindeutig vor. Der Hadith vom Ende der Zeiten hat seinen Platz im Korpus der kanonischen sunnitischen Hadithen und außerdem in den apokryphen Hadithen. Das beschränkt sich nicht auf irgendwelche marginalisierten Berichte, sondern kommt auch in der offiziellen Sammlung der Hadithen vor. Und zwar in unendlich vielen Varianten. Ein Beispiel. Der Prophet erzählt einen Traum. Heute Nacht träumte ich, dass ich bei der Kaaba war. Ich sah einen Mann mit hellbraunem Gesicht und wunderschönem Haar, wie es schöner nicht sein kann. Er hatte sich das Haar gekämmt und das Wasser tropfte von seinem Kopf herab. Der Messias wird immer als jemand beschrieben, der Wassertropfen auf dem Kopf hat. Er stützte seine Hände auf die Schultern zweier Männer und verrichtete einen Umlauf um die Kaaba. Dann fragen die Begleiter des Propheten, wer ist dieser Mann? Und er antwortet, es ist Jesus, der Sohn der Maria. Danach fährt er mit seiner Erzählung seines Traums fort. Ich habe einen Mann hinter ihm gesehen, einen einäugigen Mann. Und die Begleiter fragen, wer ist dieser Mann? Und er antwortet, das ist der Lügner, der Dajjal auf Arabisch. Es ist der Antichrist. Und danach kommt dann Christus, der Krieg der beiden Lager, zwischen dem Guten und dem Bösen. Und am Ende triumphiert Jesus, Jesus Christus, und mit ihm der Islam. In diesen Hadithen wird Christus systematisch mit dem Islam in Verbindung gebracht. Es heißt nicht, er sei Muslim, aber er ist der Verteidiger des Islam. Im Islam handelt es sich um eine materielle Wiederkehr. Der Hadith sagt ausdrücklich, dass Überfluss herrschen wird und deshalb niemand mehr Geld annimmt. Es wird also ziemlich deutlich von etwas gesprochen wie von einem Königreich, in dem diejenigen von Gott belohnt werden, die ihm gefolgt sind. Und das ist etwas Materielles. Die muslimische Tradition berichtet auch, dass Jesus wiederkehrt, entweder auf den Ölberg oder aber später, und das haben die umayyadischen Kalifen erfunden, indem er auf dem Minarett der großen Moschee von Damaskus landet. Im eschatologischen Drama ist es Jesus, der auf die Erde zurückkehrt und nicht Mohammed. Mohammed ist tot, begraben in Medina, und er wird dort bleiben bis zum jüngsten Tag, wenn sein Körper mit den Körpern aller anderen auferstehen wird. Jesus ist nicht tot. Er ist im Himmel, physisch und psychisch lebendig. Und der eschatologischen Erzählung zufolge, die am Beginn der islamischen Literatur nach dem Koran verfasst wurde, ist es Jesus, der wiederkehren wird. Und Jesus wird sich dem Antichrist entgegenstellen. Er wird den Antichrist vernichten und mit allen möglichen sensationellen und ziemlich verheerenden Aktionen gegen Juden und Christen fortfahren, bis der Islam zu der einen Weltreligion wird. Dieses Szenario findet sich in der frühen islamischen Literatur, nicht jedoch im Koran. Seit den Anfängen des Islam ist Jesus in der Literatur der muslimischen Tradition also eine bedeutende Persönlichkeit. Aber von Anfang an ist er für den Koran derjenige, der sich gegen die Juden wie gegen die Christen wenden wird. Die vierte Sure, eines der längsten Kapitel des Koran, gibt einen ganz anderen Bericht über die Kreuzigung als die Evangelien. Entgegen den historischen Tatsachen reklamieren hier die Juden für sich, den Messias zu Tode gebracht zu haben. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. In der Passage, die uns interessiert, in Vers 153, der dieser Stelle vorangeht,
geht es um die, die der Koran als die Buchbesitzer bezeichnet. Die Buchbesitzer werden die Juden in Medina sein, die an den alten Theorien, dem alten Glauben festhalten. Des théories antérieures, des croyances antérieures. Et le verset sur la non-crucifixion s'inscrit dans cette séquence. Der Vers über die Nichtkreuzigung steht in dieser Sequenz. Sie beginnt mit den Worten: Und wir nahmen von ihnen einen festen Bund entgegen. Darauf werde ich im Folgenden zurückkommen. A conclu un pacte avec Dieu. Je reviendrai sans doute plus tard sur le terme qui désigne cette alliance dans cette partie du Coran. Der Begriff, mit dem dieser Bund hier bezeichnet wird, ist das arabische Wort Mithaq. Und Mithaq bezeichnet einen unwiderruflichen Pakt, einen Pakt, der nicht wieder gelöst werden kann. Dont on ne peut pas se défaire. Also bei all dem, was die Juden behaupten und was dem Koran zufolge unwahr ist, behaupten sie auch das Folgende. Und sie sagten: Wir haben getötet den Messias, Isa, Jesus, Ibn Maryam, Sohn der Maria, Rasul Allah. Ich übersetze das als Gesandter Allahs oder Gottes. Andere Übersetzer übersetzen das anders. Aber sie haben nicht getötet. Sie haben nicht gekreuzigt. Sondern Shubiha Lahum. Und hier steckt der Kern des Problems. Shubiha Lahum bedeutet, es schien ihnen so. Ich werde auf diese wichtige Passage noch eingehen, denn in ihr steckt die Schwierigkeit des Verständnisses. Also diese Verse sind extrem vieldeutig, um nicht zu sagen doppelsinnig. La preuve, c'est que les exégètes musulmans ont eu... Das zeigt sich schon daran, dass die muslimischen Exegeten enorme Schwierigkeiten hatten, diesen Vers plausibel zu erklären. Insbesondere das Shubiha Lahum am Ende des Satzes. Es erschien ihnen so. Ich denke da zum Beispiel an den muslimischen Exegeten Al-Qasimi, der allein der Erklärung des Satzendes »Es erschien ihnen so« fast 100 Seiten gewidmet hat. Shubiha Lahum bedeutet, es war so gemacht, dass sie sehen, dass es ihnen erscheint. Oder auch, es wurde der Eindruck erweckt. Es war als ob, etwa in der Art. Shab bedeutet so etwas wie. Ist zugleich aber auch die Wurzel für das Wort, das so etwas wie eine Erscheinung oder den äußeren Schein oder das gleiche Aussehen mit etwas anderem bezeichnet. Appearance or a semblance of something. Sie haben ihn nicht getötet, sie haben ihn nicht gekreuzigt, aber es wurde gemacht, dass es ihnen so erscheint, oder etwas wurde gemacht, dass es ihnen so erschien. Das ist verzwickt. It's tricky. Also eine Übersetzung vorzuschlagen, ist normalerweise nicht Sache des Forschers. Normalement, la responsabilité du chercheur. C'est le mufti, es ist Sache des Mufti, des Theologen, qui dira. Und der wird sagen, Shubiha Lahum, im arabischen Text bedeutet, war so wie. Oder aber, sie waren einer Illusion erlegen. Oder auch, etwas Ähnliches ist ihnen erschienen. Ich würde sagen, schon die Entscheidung für eine dieser drei Versionen, und das sind die, die in den bekannten Übersetzungen auftauchen, ist schwierig. Weil der Ausdruck Shubiha nicht eindeutig ist. Das Wort Shubiha hat die Wurzel Shabaha und die vermittelt die Vorstellung von etwas, das gesehen wird, dessen sich aber keiner sicher ist.
Ich würde sagen, in der arabischen Welt sind wir im Reich der Luftspiegelungen. Hier wird weniger dem Visuellen als dem Auditiven getraut. Auf das, was zu hören ist, ist sehr viel mehr Verlass als auf das, was zu sehen ist. Denn keiner kann sich sicher sein, was da zu sehen ist. Und in dieser Wurzel Shabaha steckt die Vorstellung von etwas Phantomhaftem. Machen wir einen Exkurs in die zeitgenössische Welt. Die Shabiha, von denen in Syrien so viel die Rede ist, bei all dem Schrecklichen, was dort aktuell geschieht, das sind Phantome, Phantommilizen, die die Menschen angreifen. Das Wort ist aus derselben Wurzel gebildet. Shabih ist etwas, von dem geglaubt wird, es sei real. Aber es ist nicht real. Jedenfalls bleibt es unsicher. Es ist uneindeutig. Es bedeutet Gefahr. Das Verb Shubiha, hier also scheinen, erscheinen, impliziert und betont einen Unterschied zwischen dem, was die Juden sagen, was die Juden glauben und dem, was wirklich geschehen ist. Die entscheidende Frage ist, ob der Unterschied in der visuellen Wahrnehmung liegt zwischen dem, wie die Zeugen der Kreuzigung das, was geschieht, wahrnehmen und dem, was wirklich geschehen ist. Oder zwischen der Interpretation der Juden von diesem Geschehen und dem, was tatsächlich geschehen ist. Angenommen, der Unterschied besteht zwischen der visuellen Wahrnehmung der Menschen von dieser Szene und dem, was wirklich geschehen ist, dann stehen die Theorien zur Wahl, dass es sich um einen Doppelgänger handelte oder dass da etwas fingiert wurde. Wird hingegen angenommen, der Unterschied liege woanders, das heißt, die Kreuzigung Jesu hat durchaus stattgefunden, aber das, was wirklich geschehen ist, ist nicht das, was die Juden sagen, dann stellt sich dieser Unterschied ganz anders dar. Und der Korantext wird ganz anders verstanden. Warum dieser Meinungsstreit über die Passage Shubiha Lahum? Er ist wichtig, weil sie auf unterschiedliche Weise verstanden werden kann. Einerseits, die Sache ist für sie zweifelhaft. Mit dieser Aussage wird nicht Jesus zum Subjekt des Satzes gemacht. Das Geschehen selbst wird zum Subjekt. Das heißt, das, was geschieht oder was am Kreuz und danach geschehen sein soll. Anders gesagt, es ist ihnen so erschienen, wird hingegen von einem Simulacrum oder Doppelgänger ausgegangen, dann handelt es sich um Jesus. Jesus wird präzisiert. Wenn das Subjekt also Jesus ist, dann wird unmittelbar einsichtig, wie gefolgert werden kann, ein Doppelgänger habe ihn ersetzt. Ist die Passage jedoch unpersönlich, dann ist das Geschehen selbst gemeint. So ist seit jeher der Begriff Shubiha Gegenstand unzähliger Interpretationen und endloser Kontroversen. Bleibt die Frage, wer war Urheber dieser scheinbaren Kreuzigung Jesu? Wer ist der Verursacher dieser Illusion? Die Frage, die sich niemand stellt und die ich mir lange auch nicht gestellt habe, lautet, wer macht uns das Glauben oder Denken? Die Antwort ergibt sich sofort. Gott. Gott lässt die Juden das meinen, diejenigen, die der Koran in anderen Passagen die Söhne Israels nennt oder die Judäer, Yahud. Die Buchbesitzer, das sind die Juden, lässt er glauben, sie hätten Jesus gekreuzigt. Also hier würde ich sagen, geht das nicht aus dem Koranvers, geht es nicht davor. Sie haben ihn nicht getötet und nicht gekreuzigt, sondern es kam ihnen so vor, möglicherweise hat Gott ihn getötet und kreuzigen lassen, hat Gott das zugelassen, aber sie waren darin nicht initiativ. Es ist nicht ihr Eingriff in die Heilsgeschichte, sondern es ist Gottes Prärogative, das zu tun oder nicht zu tun. Das kann so verstanden werden. Und so hat es beispielsweise auch Al-Khalaj verstanden, der große Mystiker des 10. Jahrhunderts, der für sich in Anspruch genommen hat, wie Christus,
zwar getötet und also zu werden und gekreuzigt zu werden, aber dieses nicht seinen Richtern verdankt, sondern diese Richter haben daran gar keinen Anteil an diesem Ereignis, sondern das ist Gottes Wille. Und was sie an ihm töten können, ist auch nicht seine Person, sondern lediglich seine körperliche Manifestation. Also Hallatsch hat ganz sicher diesen Vers, der zitiert ihn, hat ihn so verstanden, als sei diese Kreuzigung zwar geschehen, aber sie ist irrelevant. Und vor allem ist sie nicht Werk der Menschen, sondern Werk Gottes. Aus Sicht des Koran und aus Sicht der christlichen Literatur, nicht aus historischer Sicht, glauben die, die Jesus getötet, die ihn gekreuzigt haben, die Kontrolle zu besitzen über das, was geschieht. Doch im Fall des Christentums nimmt Jesus sein Schicksal freiwillig an. Und im Fall des Koran ist es Teil des göttlichen Plans. Doch vor allem, würde ich behaupten, legen die Juden damit Zeugnis gegen sich selbst ab. Es gibt andere Koranpassagen, wo es heißt, diese Leute, insbesondere die Juden, hecken etwas aus. Sie verschwören sich gegen Gott, um seine Pläne zu durchkreuzen. Doch Gott ist derjenige, der so etwas am besten kann. Ich glaube, das ist genau das, worum es hier geht. Das heißt, die Juden haben sich verschworen und geben vor, sie könnten das Problem Jesus in Anführungszeichen regeln, indem sie ihn kreuzigen. Aber das ist ganz und gar nicht der Fall. Sie verschworen sich und Gott verschwor sich, aber Gott ist der beste Verschwörer. Sie intrigierten oder schmiedeten Ränke oder fanden irgendeinen Trick oder eine List. Dieser Vers wird in der islamischen Exegese im Allgemeinen in Zusammenhang mit der Geschichte der Kreuzigung gebracht. Muslimische Kommentatoren verstehen ihn also so, dass es irgendwie in Verbindung mit der Kreuzigung eine Verschwörung oder eine List gab. Im Text steht jedoch nichts, was uns eine Verbindung zur Kreuzigung herstellen lässt. Die Kreuzigungsverse stehen im Koran in Kapitel 4. Der Verweis auf die Verschwörung, den Trick oder die List in Kapitel 3. Aber von jeher verbinden die Kommentatoren die beiden und fügen dieses Komplott in ihre Erzählungen der Kreuzigung ein. Wenn wir auf die Bedingungen der Stammesgesellschaft zurückgehen, dann geht es um eine List Gottes gegen diejenigen, die seinen Bund verraten haben. Ich habe die Unverbrüchlichkeit dieses Pakts erwähnt. Diesen unverbrüchlichen Pakt haben sie jedoch auf die frevlerischste, die sträflichste Weise gebrochen. Also gegen diese Menschen, die ihn verraten haben, wendet Gott seinerseits eine List an, indem er sie glauben lässt, es sei der Sohn der Maria, wie Jesus im Koran genannt wird, gewesen, den sie gekreuzigt haben. Aber das ist gar nicht der Fall. Sie werden spontan fragen, aber wer dann? Wer wurde gekreuzigt? Alors, vous allez me dire, mais alors qui c'est? Parce que notre question spontanée, ça va être dire, mais qui c'est? Qui est crucifié? Ja, wer soll dann anstelle von Jesus gekreuzigt worden sein? Der Koran hütet sich vor einer Antwort. Er bleibt vage und unentschieden zwischen der Vorstellung eines Doppelgängers und der einer kollektiven Täuschung. Nur die spätere muslimische Tradition, das heißt, die Sammlungen der Berichte und Kommentare des Koran, die zwei Jahrhunderte nach dem Tod Mohammeds zusammengestellt wurden, wagen den Hinweis, dass ein anderer als Jesus am Kreuz gestorben sei und scheuen sich nicht, Namen zu nennen. In der muslimischen Tradition ist die Vorstellungskraft auf ihrer Höhe. Einmal handelt es sich um Simon von Kyrene, anderswo zum Beispiel um Judas oder um den Anführer der Juden, den Gott wunderbarerweise in Jesus verwandelt. Und Jesus kommt inkognito davon und entgeht so der Kreuzigung. Das ist eine erste Hypothese. Allerdings wird sie in den Korantexten durch nichts gestützt. Eine andere Hypothese, die manchmal vorgeschlagen wurde, besagt, es habe sich um eine Art kollektive Halluzination gehandelt. Oder vielmehr um etwas, das bei Johannes von Damaskus zu finden ist, einem christlichen Autor des 8. Jahrhunderts in Syrien, der den Machthabern der Umayyaden-Dynastie nahestand
also jemand, der Kontakt zu Muslimen hatte. Er sagt, für die Muslime ist es der Schatten Christi, der gekreuzigt wurde. C'est en fait l'ombre du Christ qui a été crucifié. Dieses Zeugnis, das ungefähr in das erste Viertel des 8. Jahrhunderts zu datieren ist, gibt Auskunft über eine mögliche Interpretation der Koranstelle. Doch erst am Beginn des 8. Jahrhunderts. Ich würde nicht behaupten, dass dies zwingend die Erklärung für die Passage im Koran ist. Eher wie bestimmte muslimische Gruppen diese so unklaren und vieldeutigen Koranverse verstanden. Wir müssen uns vor Augen halten, dass es bei der Auslegung der klassischen Texte des Islam viele Meinungsunterschiede zu diesen Stellen gab. Bei dem Exegeten al-Tabari lässt sich eine andere Erklärung finden. Ihm zufolge waren es nicht 12, sondern 13 Apostel, zu denen Jesus sprach. Da gibt es einen 13. Apostel und auf Jesus' Frage, wer will an meiner Stelle getötet werden, meine Gestalt annehmen, gefangen genommen und dann gekreuzigt werden, steht ein junger Mann auf und sagt, ich will es tun. Und Jesus sagt, er solle sich widersetzen. Dreimal stellt er dieselbe Frage, dreimal steht dieselbe Person auf. Und schließlich ist es dieser junge Mann, der abgeführt und anstelle von Jesus gekreuzigt wird. Und al-Tabari sagt, dieser 13. Apostel, waren es nun 12, waren es 13, hieß Sergius. Das heißt, nachträglich wurde ein Kontext für diese Geschichte des Doppelgängers gefunden. Das ist die eine Erzählweise. In einer zweiten geht es um Bestrafung, denn da war es der Verräter, der Jesus verraten hat, Judas. Wir finden diese Version bereits in einer der allerersten Auslegungen des Koran, die im 8. Jahrhundert von Muqatil ibn Sulaiman verfasst wurde. Er identifiziert denjenigen, dem die Gestalt Jesu gegeben wurde, als Judas. Das ist ein schönes logisches Szenario. Der Jesus verraten hat, ist derjenige, der getötet wurde. Diese Ansicht, Judas sei derjenige gewesen, der gekreuzigt wurde, ist in den vergangenen Jahrhunderten immer bekannter und populärer geworden. Dazu hat vor allem ein mittelalterlicher islamischer Text beigetragen, der als das Barnabas-Evangelium bekannt wurde. In dieser Version der Kreuzigungsgeschichte nimmt Judas die Gestalt Jesu an. Das Evangelium von Barnabas hat in der zeitgenössischen islamischen Apologetik einen kaum mehr zu beschreibenden Einfluss gewonnen. Wir können immer häufiger feststellen, dass islamische Gelehrte heute denjenigen, der die Stelle von Jesus einnahm und aussah wie Jesus, mit Judas in Verbindung bringen. Interessanterweise wurde vor etwa 10 Jahren im Iran ein Film über das Leben Jesu gedreht, mit dem schlichten Titel Der Christus. Dieser Film hat zwei verschiedene Schlüsse. Der iranische Film beginnt und auf einer Texttafel heißt es explizit, das Ende des Lebens Jesu nach den christlichen Evangelien. Da wird die Kreuzigung gezeigt. Und nach der Kreuzigung kommt ein neuer Text ins Bild, der besagt, das Ende Jesu nach dem Evangelium von Barnabas. Dann wird im Film gezeigt, dass Jesus in den Himmel auffährt. Und wir sehen, wie Judas verwandelt wird. Er kauert in einer Ecke, ihm wird klar, dass etwas Schreckliches geschieht. Und als er aufsieht, erkennen wir denselben Schauspieler, der Jesus dargestellt hat. Und er ist derjenige, der gefangen genommen und gekreuzigt wird. Die Vorstellung, ein anderer könnte anstelle von Jesus gekreuzigt worden sein, ist nicht neu. Seit dem 2. Jahrhundert haben Christen, die sich weigerten zu glauben, Christus könne sterben, endlose Spekulationen angestellt, wer denn dann seinen Platz eingenommen haben könnte. Insbesondere die Häresie des Doketismus, bei der sich fragen lässt, ob sie nicht die Inspirationsquelle für den Koran war. Der Doketismus war eine der frühesten christlichen Häresien. Er wurde von einigen der allerersten Christen entwickelt, und das waren Juden. Er besagt, Jesus sei nicht am Kreuz gestorben, es sei nur so erschienen. Das griechische Dokein bedeutet scheinen.
Er schien also am Kreuz gestorben zu sein. Il a semblé mourir sur la croix. Tatsächlich sei ein anderer an seiner Stelle gekreuzigt worden, möglicherweise Simon von Kyrene, der sein Kreuz getragen hat. Irenäus, einer der ersten Kirchenväter, schrieb am Ende des 2. Jahrhunderts in Lyon eine Abhandlung gegen christliche Häresien. Ihm zufolge erschien für die Gnostiker und Doketisten der Intellekt, das heißt das göttliche Wesen, auf Erden in der Gestalt eines Menschen. Je cite. Ich zitiere, er, der Intellekt, erschien diesen Archonten auf Erden in Gestalt eines Menschen und er vollbrachte Wunder. Folglich erlitt nicht er selbst die Passion, sondern ein gewisser Simon von Kyrene wurde verpflichtet und trug sein Kreuz an seiner Stelle. Und es ist dieser Simon, der durch Unwissenheit und Irrtum gekreuzigt wurde, nachdem er von Jesus verwandelt wurde, damit er für ihn gehalten wurde. Jesus selbst aber nahm die Züge des Simon an und dort im Himmel verspottete er die Archonten. Auf Lateinisch heißt es, Irisiset eos. Er lachte über die Archonten. Latin nous dit Irisiset eos, il se rit des Archontes. Alors, on peut se poser la question. Es ließe sich fragen, woher kommt die Vorstellung, Simon von Kyrene sei anstelle von Jesus ans Kreuz geschlagen worden. Auch dahinter steht ein starkes theologisches Motiv, das dem Sohn Gottes das Leid und vor allem den Tod ersparen wollte. Allerdings sind die kanonischen Texte in Bezug auf Simon von Kyrene nicht eindeutig. Nehmen wir das Markus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 21. Und die römischen Soldaten führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten, und zwangen einen, der vorüberging mit Namen Simon von Kyrene, der vom Felde kam, der war der Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trüge. Das Kreuz Jesu natürlich. Anders gesagt, Jesus geht heraus und irgendeiner, der zufällig vorbeikommt, von dem bekannt ist, dass er Simon von Kyrene heißt, wird verpflichtet, das Kreuz zu tragen. Mit anderen Worten, im Markus-Evangelium trägt Jesus gar nichts. Das Matthäus-Evangelium, das dem des Markus folgt, besagt das Gleiche. Das Evangelium des Lukas modifiziert diese Szene bereits, bleibt jedoch mehrdeutig. Im Kapitel 23, Vers 26 steht, und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen, Simon von Kyrene, der vom Felde kam und legten das Kreuz auf ihn, dass er es Jesus nachtrüge. Was soll das heißen, Jesus nachtrüge? Bedeutet es, sie trugen das Kreuz zu zweit oder ging Jesus allein voraus und Simon geht mit dem Kreuz hinterher? Das bleibt also ein wenig vage. Sehr interessant aber ist, dass Simon von Kyrene im Johannesevangelium, dem vierten und letzten Evangelium, überhaupt nicht vorkommt. Simon de Cyrène. Warum wird Simon von Kyrene aus dem Johannesevangelium getilgt? Es wäre interessant, dieser Frage nachzugehen, denn vielleicht vertraten bereits prägnostische Strömungen die Vorstellung, es sei gar nicht Jesus gewesen, der gekreuzigt wurde, sondern Simon von Kyrene. Diese Strömungen fanden dann bei Basilides ihren Ausdruck und schließlich Eingang in den Koran. Für gewisse christliche Gruppen im Orient, insbesondere in der syrischen Kirche, war unvorstellbar, dass Jesus, wenn er doch Gott ist, in der ehrlosesten vorstellbaren Weise am Kreuz gestorben sein könnte. Für die Muslime, die die göttliche Natur des Christus bestreiten, konnte Jesus ebenfalls nicht am Kreuz gestorben sein, aber aus ganz anderen Gründen. Wir sehen, dass auch die christlichen Kirchen große Schwierigkeiten haben. Und es ist nicht nur der terminologische Begriff der Dozetisten, also eines Kampfnamens für eine bestimmte heretische Gruppe, sondern es ist ein ganz großes theologisches Problem, was ganz breit die Christenheit beschäftigt.
In der syrischen Tradition lassen sich überaus interessante Dinge finden. So schrieb der heilige Ephrem: Es ist seine Menschlichkeit, die an die Stelle seiner Göttlichkeit trat, denn die hatte ihn verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ihn dem Leiden anheimgab. Beides hatte sich nicht radikal getrennt, doch die Macht Gottes verbarg sie vor dem Sterbenden und vor seinen Mördern. Sehr interessant, die Macht Gottes verbarg sie vor dem Sterbenden selbst und vor seinen Mördern. Wird von dieser Stelle ausgegangen, handelt es sich auch hier vielleicht um eine Art Shubihalahum. Es ist so erschienen oder es ist ihnen so erschienen. Aber von welchem Christus ist hier die Rede? Von seinem Doppelgänger? Vom wahren Christus? Von der leidenden menschlichen Natur? Diese Stelle blieb also offen für den Doketismus, aber auch für eine Passage wie die im Koran. Sicherlich in der Erforschung oder in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Koran, in die ja sehr viele christliche Theologen gerade im Westen verwickelt waren, immer noch sind, ist es natürlich so, dass der Vers 157 der vierten Sure an den Dozetismus denken lässt. Ich denke, man muss da vielleicht etwas vorsichtig sein. Der Koran trifft hier, glaube ich, keine Aussage, die jetzt den Dozetisten begegnet. This is why we don't need to go. Wir müssen nicht so weit gehen und irgendwelche judeo-christlichen oder heretischen christlichen Gruppen heranziehen, die es irgendwann gab, weil es gewisse Ähnlichkeiten gibt zwischen ihren Vorstellungen und dem, was der Koran hier vermutlich sagt. Und ich bestehe auf der Formulierung, was er vermutlich sagt. Denn hier liegt der Grund, warum angenommen wird, der Koran vertrete hier eine doketistische Glaubensvorstellung. In der Annahme, der Koran bestreite die Kreuzigung, wird nun danach gesucht, welche Gruppe die Kreuzigung ebenfalls bestreitet. Und da erscheinen die Doketisten oder die Gnostiker, und die beiden werden in denselben Topf geworfen. Aber so viel wir wissen, hatten Gnostik und Doketismus nach dem 6. Jahrhundert nirgendwo mehr Bedeutung. Und schon gar nicht im Nahen Osten, in der Nähe Arabiens, in der Nähe zu den Quellen, die den Islam und den Propheten Mohammed beeinflussten. Ob dieses theologische Auffassung christlichen Ursprungs ist oder nicht, ob für Mohammed die Kreuzigung wahr ist oder Täuschung, ob es zahlreiche Divergenzen zwischen dem Koran und der späteren muslimischen Tradition gibt, Tatsache bleibt, im Koran entgeht Jesus dem Kreuzestod. Es ist interessant, dass der Patriarch Timotheus zum Beispiel, der mit dem Kalifen Al-Mahdi diskutiert, ebenfalls den Vers 157 anführt. Der christliche Patriarch zitiert die Koranstelle, um zu sagen, hier hat der Koran ja eigentlich recht. Also ich lese von 9,14. Im Dialog des Timotheus, eine Art Niederschrift eines Gesprächs zwischen dem Patriarch der ostsyrischen Kirche, Timotheus, mit dem abbasidischen Kalifen Al-Mahdi, heißt es: Und unser König, das heißt der Kalif, sagte mir, kann denn Gott als solcher sterben? Wir aber antworteten seiner Majestät, Gottes Sohn starb in unserer Natur, er ist aber nicht gestorben, sofern er Gott ist. An der Stelle sehen wir ganz gut diesen Zwiespalt. Natürlich ist es so, dass Timotheus der Auffassung, die Kreuzigung habe nicht stattgefunden, entgegentritt, aber er findet mit dem Patriarchen an dieser Stelle doch eine gemeinsame Wellenlänge. Was sehr interessant ist, ist, dass Timotheus, der ostsyrische Patriarch, auch zum Teil die Argumentation des Korans teilweise als Argument zulässt. Das ist sehr interessant, dass es offenbar Punkte gab, bei denen Christen und Muslime, die ja
durch ihren Dialog und ihre Polemik, Apologetik ganz stark auch an der Entstehung des islamischen Dogmas beteiligt waren, dass hier also der Koran als Argument bedingten Argumentationswert hat. Das Problem ist, dass diese beiden Verse schon sehr früh im Kontext einer Polemik gelesen wurden. In der Lesart der Muslime waren sie der Beweis, dass das Christentum und der christliche Glaube an den Kreuzestod Jesu Irrglaube war. Und in der Lesart der Christen waren sie der Beweis, dass der Islam Irrglaube war, weil die Kreuzigung Jesu nach christlichem Glauben historische Tatsache ist. Und ebenso die Auferstehung. Gekreuzigt, begraben und wieder auferstanden von den Toten. Und weil der Koran gegen diese historische Tatsache Stellung bezog, gab das Anlass für den Verdacht, der Koran sei keine Offenbarung Gottes. Deshalb stehen diese beiden Verse im Zentrum der christlich-muslimischen Auseinandersetzungen und gegenseitigen Beschuldigungen. Welche Religion ist die wahre und welche die falsche? Ich kann zugeben, dass Jesus, wenn seine Existenz historisch belegt ist, von den römischen Machthabern seiner Zeit gekreuzigt wurde. Das bereitet mir keinerlei Probleme, auch wenn der Koran sagt, er sei nicht gekreuzigt worden. Denn er sagt das als Polemik gegen die Juden und bekräftigt damit die Stellung Jesu im Unterschied zu irgendeinem politischen Oppositionellen gegen die Römer oder gegen seine Ursprungsgemeinde. Denn Jesus ist eine besondere Persönlichkeit, Geist Gottes. Er hat also eine gewisse übermenschliche Dimension. Und ob er gekreuzigt wurde oder nicht, das hat nicht viel Bedeutung, denn die beiden Ebenen überschneiden sich nicht. On affirme sa crucifixion en tant qu'historien. Ein Historiker kann seine Kreuzigung anerkennen und aufgrund religiöser und spiritueller, also nicht historischer Vorgaben, seine Nichtkreuzigung vertreten. Denn gemäß dem Versprechen im Koran heißt es, in Sure 40, wahrhaftig, wir werden unsere Gesandten schützen, in dieser Welt und der nächsten. Das mag historisch gesehen alles nicht stimmen, aber im Koran geht es nicht um Historisches, es geht um Theologie. Er versucht, die bereits bestehenden theologischen Argumente neu auszurichten, neu zu fassen und sie logischer oder innovativer zu formulieren, um neue Gläubige zu gewinnen. Der Koran gibt zu, dass Jesus in dieser Welt gestorben ist. Doch er bezieht Stellung gegen diejenigen, die sagen, das war's, Jesus ist gestorben, damit wurde Gott besiegt. Meiner Ansicht nach bezieht der Koran Stellung gegen diese Auffassung. Ja, Jesus ist gestorben, aber dann wurde Jesus wieder zum Leben erweckt. Das heißt, letztlich lässt sich nicht sagen, Jesus sei gestorben. Denn jetzt ist Jesus nicht tot. Der Koran ringt also mit dem, worum das Christentum von Anfang an gerungen hat. Was bedeutet es, wenn erlebt werden muss, dass derjenige, der die Bewegung angeführt hat, gekreuzigt wird und am Kreuz stirbt? Ich weise darauf hin, dass die beiden sensiblen Punkte in der Passage des Koran, die dem Leben Jesu gelten, seine Geburt und seinen Tod betreffen. Sie geben Aufschluss über die Beweggründe derer, die den Koran verfasst haben, oder jedenfalls ihrer Quellen. Bei genauerem Nachdenken sind das die beiden problematischen Punkte in der Existenz Jesu. Nicht so sehr in der als Mensch, denn es ist relativ banal zu sagen, jemand wurde geboren und jemand ist gestorben.
Wenn es aber um jemanden geht, der im Hinblick auf das Göttliche eine besondere Stellung einnimmt, welchen Aussagen soll hier der Vorzug gegeben werden? Denn, weiß Gott, davon gab es besonders in den ersten Jahrhunderten jede Menge. In vielen Versuchen wurde sich an die Aussage herangetastet, dass sich in der Person Jesus das Göttliche mit dem Menschlichen vereinigte. Aber wenn es so ist, dass Jesus eine besondere Beziehung zum Göttlichen hat, wie kann er geboren worden sein und vor allem, wie kann er sterben? Der Koran greift die alten christlichen Polemiken für seine Absichten auf und benutzt sie, um die Juden zu beschuldigen, sie würden sich rühmen, Jesus gekreuzigt zu haben und seinen Tod für sich beanspruchen. Im 7. Jahrhundert verbreitet sich diese schreckliche Beschuldigung, die zuerst vom Christentum erhoben wurde, in der arabischen Welt. Sie wird zu einem der Instrumente in der Auseinandersetzung, die Mohammed mit den Juden seiner Zeit führt.